Lilo, einige hatten ja nicht moniert, aber haben festgestellt, du bist ja auf Ubuntu 12.04 LTS. Wie kommt das? Ja, eigentlich ganz einfach. Das läuft noch länger. Ne? Ubuntu 12.04, ne? Rausgekommen 2012 im April. Langzeitversion, das gibt's noch länger. Wir sind erst hier, ne? 2014. Ich muss nicht die Langzeitversion haben. Ubuntu 14.04 könnte ich auch nehmen, ne? Wir sind also hier irgendwo. 14.04 könnte ich nehmen. Aber ich kann auch noch Videos über Ubuntu 12.04 LTS machen bis ja, 2018. So lange wären wir das nicht los. Was ein Glück. Ich könnte auch Ubuntu 10.04 LTS machen. In der Serverversion gibt es das auch noch. So, was hat das denn für Vorteile? Wupp. Sehen wir gleich. Schwupp. Kennt ihr das noch? Ja, kennt ihr das noch? Fop. Ne? Gut, gibt's unter Ubuntu 14.04 nicht mehr diese brennenden Fenster oder beispielsweise die Compis Reflections, ja, wo man Reflektionen um die Fenster oder bei transparenten Terminaleinstellungen hat. Ne? Videos dazu habe ich schon vor 100.000 Jahren gemacht. Und Name Minusa. Wir sind hier LSB-Release-A. Unter Ubuntu 12.04, rausgekommen 2012 im April, mittlerweile in der fünften Revision als Langzeitversion. Und die gibt's noch länger. Precise Pangolin, ja. Das präzise Gürteltier gibt's also viele, viele Videos. Viele haben es auch noch länger drauf. Und deshalb kann man das auch mal testen. Was ist denn mit Compis Clear? Nun, unter Ubuntu 14.04 haben wir so einige Compis-Effekte halt nicht mehr, ne? Also hier können wir noch mit sudo apt-get install compis- und dann zweimal tab drücken. Tab ist diese Taste da. Tab-Taste zweimal drücken. Und dann sieht man, ne? Dann sieht man, was es da alles so gibt, ne? Davon bräuchten wir erstmal Compis so an sich, einfach nur Compis. Ne? Compis, ja, Compis ist der Composite Manager, den gibt es auch unter Ubuntu 14.04, aber nur noch stark eingeschränkt. Compis Plugins bräuchten wir und die auch noch als Default und als Main und vor allen Dingen die Extras, da stecken nämlich die Spezialeffekte drin und, also Compis KDE bräuchtet ihr nicht und Compis Config-Settings Manager ist der CCSM. Ne? Haben wir die alle installiert? Können wir die weiterhin nutzen? Deshalb gerne gesehen, paff, ne? Also CCSM, wer also die Brenneffekte aus den anderen Videos mal wieder haben will, ne? Also was es unter Ubuntu 14.04 mittlerweile nicht mehr gibt, ist Folgendes. Also die wackeligen Fenster gibt es da auch noch. Ne? Also die wackeligen Fenster geht noch. Den Cube zum Drehen, ja, logisch, geht auch noch. Ne? Geht. Ne? Geht hier unter 12.04 LTS natürlich doppelt so gut. So, und ohne komische abstehende Fenster hatte ich letztens schon mal gezeigt. Was wir aber in Ubuntu 14.04 nicht mehr haben, sind die Reflections zum Beispiel. Ne? Da habe ich jetzt mal irgendein Bild als Reflection genommen, habe damit in Einstellungen ein bisschen gespielt. Hat man ein transparentes Terminal, also Bearbeiten, Profileinstellungen, Hintergrundtyp, Transparenz, ne? Da kann man mit der Transparenz noch spielen. Dann kann man diese Reflection auch gut sehen, welche Reflektion man hat. Die steht normalerweise auf dem Kopf, ist aber nicht schlimm, weil man die bei den normalen Fenstern nämlich nur als Rahmen drumherum sieht. Ne? Gut, bewegte Reflektion, das ist der Fensterrahmen, haben wir wieder da. Gibt es unter Ubuntu 14.04 nicht. Also es könnte für diejenigen interessant sein, die das nochmal wieder haben wollen. Und wo sind die Brenneffekte? Die Animations sind nämlich weggefallen. Das Animation Add-on gibt es unter Ubuntu 14.04 nicht mehr. Da hatten wir zum Beispiel den Brenno-Effekt unter Ubuntu 12.04, den geht noch immer. Und da gibt es nicht nur das Animation Add-on, das könnt ihr so lassen, wie es ist, ne? Muss nur angekreuzt sein, sondern die Animations, zum Beispiel der Open-Effekt für das Öffnen von Fenstern, Bearbeiten, Brenneffekt. Und die Dauer habe ich jetzt mal
zehnmal so lange gesetzt, damit man das besser sieht, also auf 1200 statt 120. Die Schließen-Animation habe ich ebenfalls auf den Brenneffekt gesetzt, bearbeiten, Brenneffekt, 1200. Und die Minimier-Aktion könnten wir auch noch ändern. Ne? Da können wir auch bearbeiten, können wir uns was anderes aussuchen. Zum Beispiel Explode, also beim Minimieren soll es explodieren und die Duration mache ich jetzt mal länger auf, das sind Millisekunden, 2200 Millisekunden, also 2,2 Sekunden soll es dann doch mal explodieren beim Minimieren. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.